Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als Teuer für mich selbst, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Der Apostel Paulus, der drückt hier in diesen Versen aus, dass der Dienst wichtiger ist als sein eigenes Leben. Ich behaupte, jeder Christ hat eine Aufgabe im Reich Gottes. Das ist das, was die Bibel an vielen Stellen immer wieder bezeugt, dass jeder Christ eine Aufgabe, einen Dienst im Reich Gottes hat. Dass es niemanden gibt, der sagen kann, okay, ich stehe da außen vor. Wie dieser Dienst aussieht, das kann ganz unterschiedlich sein. So unterschiedlich, wie es unterschiedliche Christen gibt auf dieser Erde. So vielfältig können diese Aufgaben sein. Es geht in erster Linie erstmal um einen Lebensstil. Einen Lebensstil, aber auch eine konkrete Aufgabe, die Gott verehrt und andere Menschen im Glauben voranbringt und in der Heiligung. Da spielt es erst keine Rolle, ob wir Bauern sind und das Feld besehen, ob wir Pastoren oder Bauingenieure sind. Es spielt keine Rolle, wo wir genau arbeiten. Aber wir haben dort, wo wir sind, eine Aufgabe. Gott hat uns eine Aufgabe zugewiesen. Und diese Aufgabe ist wichtiger als unser eigenes Leben. Vielleicht denkst du dir, naja, ich muss ja mein Leben irgendwie schon bewahren, damit ich gewissen Aufgaben eben nachgehen kann. Aber die Bibel zeugt von etwas anderem. Die sagt, die Aufgabe ist das Wichtigste. Das sehen wir zum Beispiel beim Leben von Jesus selbst, der ja in den 30ern bereits starb. Also das Leben endet an dem Punkt, wo Gott sagt, jetzt ist dein Dienst vorbei. Jetzt hast du deinen Dienst vollendet, dann werde ich dich heimholen. Das kann in den 20er Jahren sein. Es kann sein, wenn du 50, wenn du 60 oder wenn du 100 Jahre alt bist, aber solange du auf dieser Erde lebst, hast du eine Aufgabe von Gott bekommen, hast du eine Verantwortung. An anderer Stelle spricht die Bibel von Talenten, die Gott dem Menschen anvertraut hat. Nehmen wir diese Talente wahr oder verbuddeln wir sie? Gott hat dir etwas anvertraut und wir sollten uns an dem Apostel Paulus orientieren, der sagt, ich achte mein Leben selber nicht als so wichtig. Der Dienst für Gott ist wesentlich zentraler. In diesem Sinne, Gott befohlen.